Bist du vielleicht auch stets bemüht, alles ganz exakt und perfekt zu machen? Wie entsteht denn Perfektionismus? Was hat denn das mit Kindheitstrauma zu tun und sind Perfektionisten eventuell Narzissten? Auf all diese Fragen erfährt ihr die Antworten im Laufe dieses Videos. Ich bin Gabriela, einige von euch kennen mich ja schon und ich freue mich jetzt auf euch. Als erstes lasst uns ansehen, wie man einen Perfektionisten überhaupt erkennt. Überall sehen wir perfekte Profilbilder, schöne Häuser, perfekte Kinder, perfekte Aufnahmen eines wunderbaren Lebensstils. Dieser Lebensstil ist nicht real. Dieser Lebensstil ist so perfekt, dass es nicht lebenstauglich ist. Viele Menschen neigen zum Perfektionismus, weil sie glauben, nur dann perfekt zu sein, wenn etwas getan wird, wie es sein soll. Diese Denkweise ist nicht hilfreich, weil der Perfektionismus einengt, statt herauszufordern. Und diese Perfektion wird zu einem perfekten Fehler. Das perfekte Verhalten ist nämlich ein perfektes Eigentor. Aber woher kommen die Gedanken und Gefühle des Perfektionismus? Perfektionismus ist ein Charakterzug, der als extreme Form von Planung, Dokumentation, Kontrolle und Überlegenheit gilt. Perfektionisten vertragen keine Kritik und üben eine übertriebene Selbstkritik. Das Gefühl, nicht perfekt zu sein, kann sogar körperliche Schmerzen auslösen. Diese ausgesprochen ernste und oft langfristig schwere Belastung für einen ist oft auf die Vergangenheit zurückzuführen, auf ein Gefühl der Unsicherheit, die Angst, Fehler zu machen, dass nicht alles perfekt sein oder dass man nicht genug tun kann, um die Erwartungen anderer zu erfüllen. Wenn wir über einen längeren Zeitraum unser Verhalten auf perfektionistischem Wege verfolgen, werden wir einen gefährlichen Gewohnheitskreislauf aus Unzufriedenheit, Burnout und Depression einleiten, der uns die Macht nimmt, unser Ziel zu erreichen. Dies gleicht einer Krise, und wenn wir an einer Krise festhalten, anstatt uns den Herausforderungen zu stellen, dann werden wir letzten Endes scheitern. Perfektionismus ist eine Sucht, die viele in unserer Gesellschaft erleiden und ist auch Ausdruck von unbefriedigten Ansprüchen und Wünschen. Als Kind bereits erlernen wir unseren Selbstwert durch Resonanz unseres Umfeldes. Kannst du dich an deine Kindheit erinnern, wie viel Resonanz du erfahren hast? Denn in unerwünschten Fällen, wie wenn du gar keine Resonanz oder auch zu viel Resonanz oder nur negative Resonanz erfahren hast, dann hast du auch die unerwünschten Folgen dessen erfahren. Denn wir entwickeln uns oft ein Minderwertigkeitsgefühl und vor allem niedrigen Selbstwert, oder werden wir sogar zu Narzissten. Es ist eine bekannte Tatsache, dass Misshandlung in der Kindheit häufig zu psychischen Störungen führt. Was viele Menschen jedoch nicht wissen, ist, dass auch Perfektionismus eine Folge von Kindesmisshandlung sein kann. Wenn ein Kind misshandelt wird, lernt es, dass es niemals gut genug sein wird. Es entwickelt ein Gefühl der Unzulänglichkeit und einen tiefen Minderwertigkeitskomplex. Dies führt dazu, dass das Kind immer versuchen wird, alles perfekt zu machen, um die Anerkennung und Liebe zu bekommen, die es vermisst. Und was sind die Folgen vom Perfektionismus? Wir wollen immer das Beste
Und wir wollen die perfekte Arbeit abliefern, die perfekte Wohnung erwerben, die perfekten Freunde haben, das perfekte Wochenende gestalten. Doch irgendwann ist der Punkt erreicht, an dem wir nie genug haben. Wir fühlen uns unter Druck gesetzt, krank und überfordert. Und wir verlieren die Kontrolle über unser Leben und ein Verhalten hat uns plötzlich im Griff. Was wir zunehmend verspüren ist, dass der Wettbewerb um das perfekte Leben ist zu intensiv. Die Welt ist zu intensiv. Und natürlich die Perfektion selbst ist zu intensiv. Nichts ist perfekt und was auch immer wir für das zulässige Maß an Perfektion halten, es wird immer etwas geben, was wir noch tun könnten, um es noch besser zu machen. Wenn wir nicht an den perfekten Pfeilen des perfekten Image oder Leben scheitern wollen, müssen wir uns entscheiden, uns von dem perfekten Leben zu verabschieden. Viele stellen sich die Frage, ob das wohl eine Krankheit sei. Und klingt zwar lustig, krankhaft perfektionistisch, aber leider ist es gar kein Witz. Die Symptome wurden von Neurowissenschaftlern und Psychiatern definiert und als erste Dr. Bonelli bezeichnete Perfektionismus als Krankheit. Dysfunktionaler Perfektionismus bedeutet so viel wie nicht angemessen bzw. nicht funktional. Vielen von uns beschäftigt auch die Frage, ob Perfektionismus ansteckend sei. Die Epigenetik untersuchte, wie entwicklungstraumatische Erfahrungen in unserem Gehirn gespeichert werden und wie sie sich auf unser Verhalten auswirken. Unser Gehirn ist in der Lage zu lernen und zu speichern, wie wir Dinge tun sollen, um zu überleben. Das weißt du ja auch. Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir in unserem Leben erlebt haben, dass Perfektionismus zum Überleben beiträgt. Und jetzt meinte ich gar nicht deine Kindheit, sondern unsere heutige Welt an sich. Denn auch die moderne Arbeitswelt stellt an uns ganz hohe Erwartungen und Anforderungen. Auch die digitalen Berufe suggerieren, dass Perfektionismus eine Eigenschaft sei, welche oft sehr nützlich ist. Doch was ist, wenn Perfektionismus überhand nimmt und uns daran hindert, uns gesund und ausgeglichen zu fühlen? Das Problem ist, dass Perfektionismus uns dazu bringt, uns selbst schlecht zu behandeln und uns selbst auf eine Weise zu verurteilen, die wir niemals von anderen erwarten würden. Wir verlangen von uns, dass wir mehr leisten, als wir eigentlich können. Wir schätzen uns selbst nicht richtig ein und haben keinen Sinn dafür, was wir erreicht haben. Schließlich, wir schaffen es einfach nicht, mit unseren Erfolgen zufrieden zu sein. Die meisten Menschen kennen die Begriffe Papa, Mama oder Haus und stellen sich darunter ein Zuhause vor. Aber wenn ein Kind so eine Umgebung nie erfahren darf und von den beiden Menschen, die es liebt, geschlagen, entwertet, beschimpft und belästigt wird oder die niemals da sind, wenn es sie braucht oder wenn es Schmerzen hat, dann passiert etwas Schreckliches. Dann lernt das Kind nicht nur seinen eigenen Namen, sondern auch die Begriffe Papa, Mama, Zuhause und sich selbst zu hassen. Wie kann es sein, dass dieses Kind 20 Jahre später sagt, ich hasse alles, was ich bin? Perfektionismus ist oft eine Folge von Kindesmisshandlung und ein Ausdruck von Schuldgefühlen, denn Menschen mit einem Missbrauch haben oft das Gefühl, dass sie es hätten verhindern können, wenn sie nur so oder so gewesen wären. Diese verzweifelte Suche nach Perfektionismus ist ähnlich wie eine Sucht. Begleitend erscheinen selbstzerstörerische und sich selbst ausbeutenden Gewohnheiten wie Workaholic,
Extremsport, Alkoholsucht oder Selbstverletzung. Ein Teufelskreis von Verhindern, Verstecken, Perfektionieren setzt sich fort. Wir können mit diesem eigentlich schädlichen Verhalten erst dann aufhören oder eine positive Veränderung bewirken, wenn wir es erkennen, beim was uns dieser Perfektionismus geholfen hat. Also, wenn wir auf die Entdeckungsreise gehen und erkennen, welche Problemstellung unser Perfektionismus für uns gelöst hat. Anders ausgedrückt, welche Funktion, welchen Sinn hatte dieses Verhalten in unserem Leben? Sobald wir diese Funktion unseres Verhaltens um Wohltuende ersetzen, wird es möglich sein, immer näher und näher in einem entspannteren Leben mit Gelassenheit anzukommen. Und jetzt zuletzt auf die Frage, ob Perfektionisten eventuell Narzissten seien. Also, es wurde ganz genau untersucht, und das war ja der gleiche Neurowissenschaftler und Psychiater Dr. Brunelli, der sozusagen diese zwei Arten von Persönlichkeiten übereinander gelegt hat. Und eins verbindet ja beide, die kreisen beide um sich selbst. Der Unterschied ist, dass ein Perfektionist immer ängstlich um sich herum kreist, dagegen ein Narzisst immer selbstverliebt im Kreis herumfährt. Ich bin zuversichtlich, dass du alle Fragen beantwortet bekommen hast. Bin gespannt, was du mir vielleicht erzählen kannst, bezogen auf Perfektionismus. Und ich wünsche dir erstmal eine gute Zeit. Bis bald, Gabriela.